Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die Neuzugänge aus dem August bei uns dabei. Nein. Da haben wir die dabei, haben wir die. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe so gesäuft, ne? Das kann ich mach ganz viel laut. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Neuzugänge-Video aus dem Monat August. Es sind einige Bücher bei uns eingezogen und ja, wir freuen uns drauf, die euch vorstellen zu können. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir zeigen euch heute die Neuzugänge aus dem August. Viel Spaß! Es sind wieder einige Bücher eingezogen. So sieht's aus. Ich bin etwas eskaliert. Bist du eskaliert? Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Also nein, pass auf. Jetzt so. Jetzt. Es sind noch Bücher aus dem Juli dabei. Mhm. Bei Anja auch. Ja, bei mir auch. Und die zählen natürlich jetzt damit rein. Mhm. Und ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass der Buchpreis kommt. Der war da. Plötzlich war der leider war er da. Mhm. Und ja, irgendwie deswegen. Ich weiß auch nicht. Ich bin halt eskaliert. Ja, ich weiß. Manchmal muss es solche Monate geben. Ja. Und man muss auch wirklich sagen, es sind einfach auch verdammt viele gute Bücher auf dem Markt. Ja, genau. Es ist einfach Fakt. Auf jeden Fall. Es ist wirklich krass. Und ja. So ist es halt. Also ich habe 9 Neuzugänge. Ich habe 5. Dann würde ich sagen, dann fange ich wohl an, würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Genau, dann kommen jetzt noch die 2 Bücher aus dem Juli, die ich mir noch in Kiel gekauft habe. Und zwar einmal von Benedikt Wells, Die Geschichten in uns, vom Schreiben und vom Leben. Da ist er wieder. Da ist er, der Benedikt. Da ist er doch wieder. Er hat ja gemerkt, dass es nicht so ganz ohne geht. Also das war schon klar, dass er das schreiben wird. Aber ich habe die große Hoffnung, dass er auch einen weiteren Roman schreiben wird. Ja, ich freue mich sehr auf das Buch. Es soll sehr autobiografisch einfach viel von ihm erzählen. Mhm. Und er hatte ja da schon einen sehr netten Blogger-Talk auch bei Diogenes. Und hat da schon ein bisschen von erzählt. Und ich weiß nicht, dass er halt auch noch... dass er das Schreiben nie ganz aufgeben Nein, kann. Das kann hat er auch schon gesagt. Ja, ja, genau. Aber er will sich keinen Druck machen. Er soll will jetzt nicht. Mit, soll er auch nicht. Und wenn was kommt, freuen wir uns riesig. Ja. Und es ist egal wann. Genau. Es ist halt, soll wohl ein Buch sein wie eine persönliche Begegnung mit Benedikt Wells selbst, der von der vom Schreiben, von der Faszination des Schreibens erzählt und einen Einblick in sein Leben gibt, seine Kindheit. Das ist natürlich das, was mich eigentlich interessiert. Das ist ja das, nicht unbedingt diese Schreibsachen, aber lese ich auch mit und ja, freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Ja. Ja, dann habe ich auch um dieses Buch bin ich die ganze Zeit schon rumgeschlichen und habe gesagt so... Da stand ich auch mit der Mitternachtsschwimmer Da habe ich noch gedacht, ich warte jetzt mal, aber wenn ich das jetzt nicht irgendwie geschenkt bekomme Habe ich gedacht, dann muss ich mir das kaufen. Ja. Und zwar von Petra Pellini, Der Bademeister. Ich habe das erste Mal gesehen bei Katja Liest auf Instagram. Da hat sie von geschwärmt und die influenzt mich ja eh momentan total. Ich weiß auch, die ist ganz schlimm. Und ich habe wirklich nur Gutes von dem Buch gehört. Und wenn man hinten auch den Klappentext liest, ist da auch eine Quote von Ewald Ahrens drauf, der da sagt, der Ewald, eine ganz zarte, heitere, melancholische Geschichte und dabei so wunderbar präzise erzählt. So, das ist ja schon mal das Erste. Aber um was geht es? Es geht um Linda, sie ist 15 und sie würde am liebsten von Auto laufen. Bei ihr läuft eigentlich gerade gar nichts gut und ihr geht es auch nicht gut. Doch noch halten 2 Menschen sie davon ab und das ist nämlich ihr einziger Freund Kevin, der daran verzweifelt, dass die Welt am Abgrund steht. Und das ist Hubert. Er ist 86 Jahre alt und er ist Bademeister im Ruhestand. Und der seine Wohnung aber auch kaum noch verlässt, der halt auch sehr eingeigelt lebt, weil nämlich seine Frau vor 7 Jahren verstorben ist und das ihn den Boden unter den Füßen so ein bisschen gerissen hat. Und 3-mal wöchentlich verbringt Linda den Nachmittag bei Hubert, um auch die polnische Pflegerin Eva so ein bisschen zu entlasten. Und Hubert hat auch fortschreitende Demenz. Und ach, da sind so viele Punkte und Themen, die mich so ansprechen. Und es kann so eine ganz, ganz wunderbare Geschichte werden über eine ganz einzigartige Freundschaft. Und da freue ich mich total. Soll ich sagen, ich freue mich riesig.
Ja, ich habe dann noch mitgenommen, Man sieht sich von Julia Karnik. Das ist auch irgendwie in aller Munde gewesen. Ja, ja. Und viele waren da sehr, sehr begeistert von. Ich habe mich erst so ein bisschen gesträubt dagegen, aber dann habe ich gedacht, nee, dann nimmst du es doch mit. Es ist tatsächlich wahrscheinlich eine Liebesgeschichte, nehme ich an. Aber eine besondere Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sich immer wieder begegnen und die auch nicht so richtig zusammenkommen. Es soll wohl ein sehr mitreißend und liebevoller Roman über das Jungsein und Erwachsenwerden in den 90ern sein. Und da ich das ja auch hatte und Anja auch, glaube ich, ist das dann auch nochmal so nachfühlend gut. Und ja, es geht halt um Friederika und Robert, die sich schon als Kinder kennenlernen und dann immer wieder begegnen im Leben. Ja, und ich freue mich darauf. Ich habe da wirklich nur Gutes gehört. Ich habe da auch nur Gutes gehört. Also alle Bewertungen, die ich gesehen habe, waren super. Genau. Ja, dann war ich ja krank und die liebe Maike hat mir ein Care-Paket geschickt. Ich kann euch mal ein Foto einblenden, ich habe das fotografiert. Und habe mich sehr, sehr gefreut und da war ein Buch drin. Verrückte Nudel. Und zwar von Isabel Allende, das hatte ich auch schon fünfmal in der Hand. Der Wind kennt meinen Namen. Und ich war ja von Violetta so begeistert und das ist jetzt der neueste Roman von ihr, den sie jetzt rausgebracht hat. Und da freue ich mich auch total drauf. Es soll eine ganz mitfühlende und mitreißende Geschichte sein. Es wird wieder sehr fulminant, historisch. Und es geht um die Geschichten zweier unvergesslicher Menschen, die beide auf der Suche nach Familie und Heimat sind. Und ja, es soll so ein bisschen darum gehen, was Eltern für Opfer bringen, um Eltern zu sein. Und soll auch so ein Liebesbrief an die Kinder sein, die Unvorstellbares auch erlebt haben. Das spielt in Wien 1938. Es geht um Samuel Adler. Er ist 6 Jahre alt, als sein Vater in der Pogromnacht 38 verschwindet. Und es ist auch die Nacht, in der die Familie alles verliert. Und ich will jetzt hier gar nicht weiterlesen. Aber der zweite Strang spielt in Arizona 2019. Und es ist halt 8 Jahrzehnte später, dass da die Anita Diaz und ihre Mutter irgendwie auch aus dem Land weg nach Deutschland müssen. Es geht, glaube ich, so ein bisschen um so eine umgewandelte Fluchtgeschichte und das auf zwei Zeitebenen, so habe ich es verstanden. Und irgendwie hängen die zusammen und da freue ich mich total drauf. Ach, die kann so toll schreiben, die Frau. Ich habe immer noch das Geisterhaus zu Hause stehen. Das muss ich auch dringend noch lesen. Das stimmt. Ja. Ja, ich habe mir wieder ein fliederfarbenes Buch gekauft. Das sprang mich so an irgendwie, da war ich in der Meierschen und da war irgendwie gerade nichts sonst und es sprang mich so an. Ich habe von Lily Lucas das neue Buch gekauft. Aber es matcht total mit deinem Oberteil. This Could Be Love. Ja, das ist der erste Teil einer neuen Trilogie von ihr und ich habe sogar gesehen, es ist sogar ein exklusiver Tattoo-Bogen da drin. Ich sehe es gerade. Kann ich mich ja ein bisschen schmücken. Kannst du dich dann schmücken? Oh Mann. Oh, da merkst du doch, dass man raus ist aus der Sache, oder? Es ist die Hawaii Love Trilogie. Oh, Hawaii. Waren wir schon mal in Hawaii? Ich weiß ja, nicht. Ja, deswegen. Also es ist This Could Be Love, wie gesagt, der erste Band. Mhm. Und hier geht es um Luisa. Sie ist Deutschlands Tennis-Shooting-Star. Und sie verletzt sich allerdings und ist am Boden zerstört. Und dann fliegt sie nach Hawaii, weil ihre Patentante hat dort eine Tennisschule und da will sie sich auf ihr Comeback vorbereiten. Ah ja. Und sie lernt dort natürlich einen Surferboy kennen, Vince Greenfield. Und ich sehe ihn praktisch vor mir. Ja, natürlich. Und mit dem ist ihre Patentante aber total zerstritten. Und ja, eigentlich sollen sie sich nicht treffen und tun es doch, keine Ahnung. Also es ist wunderschön und hübsch natürlich, aber das sind die ja mittlerweile alle irgendwie, ne? Ach, ich hatte es gekauft und dann habe ich doch schon eine nicht so gute Rezension gehört. Aber eigentlich bin ich ziemlich optimistisch, dass Lily Lucas eigentlich gut schreibt. Aber es soll auch viel so, ach, eigentlich müsste man sich nur hinsetzen und reden. Das finde ich auch nicht furchtbar. Das magst du ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt. Ich habe ja diese andere, ich habe ja die New Beginnings-Dings-Reihe da. Habe ich ja auch noch nicht fertig gelesen. Eigentlich hätte es nicht sein müssen. Naja, ich habe es jetzt. Ja, dir war danach. Ja, soll das. Ist halt so. Es sollte so sein. So,
Dann wurde uns vom Kiwi Verlag ein Rezensionsexemplar zugesendet, ungefragt. Und da habe ich mich aber auch wirklich gefreut. Wir beide haben uns gefreut. Mhm, natürlich. Genau, und zwar ist das von Fosen und Danielsson. Das ist, ich glaube, das ist ein Paar sogar. Sind die nicht sogar verheiratet? Ich glaube, die sind auf jeden Fall zusammen, die zwei. Und die haben jetzt eine neue Krimi-Reihe geschrieben. Und zwar ist dieser Teil der erste Band der Ermittlerreihe. Und der heißt Tode, die wir sterben. Ein Fall für Svea Kau und John Nord. Genau. Es gab schon mal eine Krimi-Reihe von dem Autorenduo. Und jetzt fangen sie halt wieder neu an. Und das ist der rasante Auftakt. Es geht um einen 13-jährigen Jungen, der ermordet wird. Und zwar wird er in Malmö aufgefunden. Und das sorgt natürlich für wahnsinnige Schlagzeilen und setzt die Polizei maximal unter Druck, dass sie diesen Fall jetzt auch lösen. Und der Fall ist so brisant, dass der Mordkommission aus den Händen genommen wird. Und ein neues Ermittlerduo soll diese Tat halt aufklären. Und das ist einmal der Kommissar John Nord, der ist frisch verwitwet und hat natürlich so sein Päckchen zu tragen. Und die Svea Kau, die ist halt neu in Malmö und die erkennen beide sehr schnell, dass noch weitere Morde verhindert werden müssen und dass selbst sie in höchster Gefahr geraten könnten. Genau. Ist auf der Spiegel-Bestsellerliste und ich habe damals echt noch einige, also früher viele Schweden-Krimis gelesen und fand die auch immer gut. Und deshalb mal wieder ein Krimi, fand ich eine gute Idee. Schön. Ja. Ja, ich bin drumherum geschlichen um Kleine Monster von Jessica Lind und ach, dann habe ich es irgendwann einfach mitgenommen. Das klingt echt mega. Ja, das hört sich total gut an. Das hört sich richtig gut an. Das hört sich oder? Richtig, ja, das hört sich richtig gut das an. Das hört sich richtig gut an. War ja auch ein heißer Kandidat für die Longlist. Für die Longlist des Deutschen Buchpreises. Mhm. Aber sie ist, glaube ich, Österreicherin. Darf die dann mitmachen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder ist es nur deutschsprachige Literatur? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ach, stimmt. Aber ich glaube schon, dass da darf man, es geht um deutschsprachige Literatur. Ich glaube auch, ich glaube genau. Schon. Ja. Ja, genau. Weil das ist nämlich, sie hat, die Jessica Lind hat schon eine Erzählung mal veröffentlicht, die hieß Mama und das ist jetzt sie hat Erzählung Mama veröffentlicht und hat dann ihren ersten gleichnamigen Debütroman veröffentlicht und das ist jetzt der zweite Roman von ihr, genau. Mhm. Und hier geht es, hier steht hinten drauf, wie gut können wir unsere Kinder jemals wirklich kennen und wie gut uns selbst. Und es geht hier Pia, die mit ihrem Mann im Klassenzimmer ihres Sohnes sitzt und die Lehrerin erzählt von einem Vorfall, der mit ihrem Sohn passiert ist und einem anderen Mädchen. Mhm. Und sie kann sich das gar nicht vorstellen als Mutter, dass ihr Kind irgendwie was gemacht haben soll. Und ja, hier steht halt eine Mutter, ihr Sohn und das Fremde zwischen ihnen. Kleine Monster ist ein soghafter Roman über die zerstörerische Kraft des Ungesagten. Es geht irgendwie auch um die eigene Kindheit und ein fesselndes psychologisches Drama über die Illusion einer heilen Kindheit. Oh, das hört sich sehr gut an. Hört sich wirklich sehr gut an. Absolut. Ja. Dann habe ich mir von William Shakespeare Hamlet gekauft. Sehr schön. Weil wir nämlich im Urlaub tatsächlich auf dem Schloss waren, wo Hamlet spielt in Dänemark. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich müsste es doch auch mal lesen. Also da war natürlich in diesem Schloss, war dann natürlich auch alles so drapiert, wie bei Hamlet es wahrscheinlich auch sein wird. Und ja, ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne Hamlet nicht. Hast du Hamlet gelesen? Nein, habe ich auch nicht gelesen. Deswegen, ich bin sehr gespannt darauf. Ist ja auch ein Drama, glaube ich. Und ja, man gespannt. Weiß halt so dieses Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das ist eines der Monologe aus Hamlet. Genau. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Wir wollen das in der Leserunde lesen. Ich habe von Shakespeare ja noch nichts gelesen. Ich habe Probleme mit Hamlet. Ja, das steht mir noch bevor. Das steht mir noch bevor. Ja, ja, dann habe ich mir noch gekauft. Mega. Damit ich das jetzt mal verstehe. Sie ist jetzt voll into it, Leute. Ja, das ist schlimm. Sie ist richtig into it. Taylor Swift Konzert und jetzt bin ich into it. Das ist ja wie eine Sekte. Aber ihr hättet sie mal vorher hören sollen. Ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist. Was mit den Liedern? Vielleicht solltest du lieber mitgehen. Ich weiß nicht. Ja, weil ich hatte keinen Bezug zu dieser Musik. Und seit ich auf diesem Konzert bin, habe ich voll den Bezug zu dieser Musik. Das ist doch komisch. Man ist... Also, wenn man
gebrainwashed wurde. Swifty ist so. Also Swiftie. Ich fand die Musik immer gut. Also ich habe immer, ich habe jetzt, also ich fand die gut. Man kann die gut hören. Man kann die gut hören. Ah, aber ich habe die jetzt noch nie so gehört, wie ich sie gehört habe. So. Du bist jetzt, was ist voll die Insider-Information. Ja, absolut. Nein, und dann habe ich hier gesehen, dass die Anne Sauer, die ist ja hier bei Fuchsbooks auf Instagram. Ja. Genau, und die hat ja ein Buch über Taylor Swift geschrieben, Look What She Made Us Do. Und das wusste ich, dass sie das, also das haben auch andere Nicht-Swifties schon gelesen. Ich würde mich jetzt auch nicht als Swiftie bezeichnen, aber ich bin im Moment sehr into it und ich habe gedacht, da mein Sohn ja wirklich auch, der ist wirklich von Herzen ein Swiftie und da ist es auch mal gut, vielleicht einfach mal so ein bisschen, ach, sind wir nicht alle ein bisschen Swiftie? So ein bisschen mal reinzugehen in die Materie, ne? Deswegen, ja. Cool. Ja, deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal gekauft. Und mein Sohn will es natürlich auch lesen. Na, selbstverständlich. Ich denke, das ist auch mal was für zwischendurch. Ja. Genau. Ja. Sehr schön. Genau. Ja, und dann ist die Longlist rausgekommen. Ja, dann ist die Longlist rausgekommen. Dann ist die Longlist rausgekommen. Genau. Und dann haben, es war sehr lustig, dann haben Mike und ich parallel uns halt die Longlist angeguckt und haben uns dann Nachrichten hin und her gesprochen. Und wir haben uns gegenseitig noch mehr influenced, welche Bücher wir alle lesen wollen. Das war echt schlimm. Und deshalb gibt es ja auch schon das Video, was wir euch jetzt schon ausgestrahlt haben. Ja, ist schon, ist schon online. Ist schon online, genau. Welche Bücher uns halt am meisten von der Longlist interessieren. Und es sind tatsächlich nicht wenige. Nein, tatsächlich irgendwie dies Jahr nicht. Nee. Genau. Ja. Echt nicht weniger. Nein. Also, Maike hat jetzt hier noch 3 auf dem Schoß. Ich habe 2, deswegen lasse ich mal Maike den Vortritt, dass sie anfängt. Das sind halt die, die uns echt interessieren, ne? Genau. Ich habe mir tatsächlich aber die schönste Version von Ruth Maria Thomas schon bevor die Longlist rausgekommen ist, gekauft, weil mir das immer wieder entgegensprang. Das war ständig. Ja, stimmt. Und ich war sehr fasziniert von um was es handelt und dann ist es halt auch noch auf die Longlist gekommen. Aber das hatte ich tatsächlich schon vorher. Es geht ja hier um Jella und Yannick und dieses Buch erzählt die Geschichte von ihnen, von der ersten großen Liebe, die alles richtig machen will. Bis dann doch alle Gewissheiten ins Wanken geraten und was ist wirklich intensiv und gut und was ist vielleicht schon dysfunktional und gefährlich und was man tun sollte, wenn Grenzen überschritten werden und was tut man dann und wer bestimmt eigentlich, wo welche Grenze verläuft. Ja, deswegen, ich bin sehr gespannt auf diesen Roman und freue mich sehr, dass es auf der Longlist gelandet ist. So ging es mir ja mit dem Buch von Daniela Krien. Das hatte ich ja beim Diogenes Verlag angefragt, als Rezensionsexemplar haben wir auch bekommen, ist ja auch schon gelesen und da freue ich mich auch, dass es drauf ist. Ja. Und was aber auch total gut klingt, ist von Dana von Soferin nochmal von vorn. Das klingt unfassbar gut. Da geht es um eine Familiengeschichte. Es geht darum, was hält eine Familie zusammen? Was passiert oder was muss passieren, dass sie zu Bruch geht? Und am Ende steht dann doch immer die eigene Geschichte. Und es ist halt ein Roman auch über das moderne jüdische Leben zwischen München und Tel Aviv. Und es geht halt hier um Rosa, die, nachdem ihr Vater gestorben ist, vor der Auflösung der Wohnung steht und dann einigen Dingen halt einfach begegnet. Die Geschichte der Familie, das Durcheinander mit den Streitereien mit ihrer Schwester und es ist halt, ja, es ist einfach, es geht auch um die Kindheit in den 90ern, das ist ja auch wieder Thema und es hört sich einfach unfassbar gut an und ich habe ja von Dana von Soferin Otto damals gelesen. Stimmt, Otto. Ja. Otto habe ich gelesen, genau, das hatte ich auch rezensiert für den Kiwi Verlag und das hat mir auch gut gefallen, es war jetzt kein Highlight, aber ich fand ihre Sprache unheimlich gut und deswegen, freut mich, dass sie das geschafft hat auf die Longlist und bin sehr gespannt auf dieses Buch. Oder wir sind sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja. Dann haben wir noch Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Und da sind auch so viele von begeistert. Ja. Es geht hier in diesem Buch um Juno, die tagsüber ihrem schwerkranken Mann hilft, den Alltag überhaupt zu meistern. Und sie ist selber ist Künstlerin, tanzt und spielt Theater. Und nachts, wenn sie wieder mal nicht schlafen kann, dann chattet sie. Und sie chattet mit Love-Scammern. Das sind ja Männer, die versuchen, jemanden zu betrügen. Ach, mit Liebesbeschwören und Liebesworten und die Frauen auszunehmen.
Und ich glaube, Juno weiß das auch. Ich bin mal gespannt. Ja. Aber es ist wohl ein berührender Roman über Bedürfnisse und Sehnsüchte und darüber, wie bereit man ist, für Liebe zu gehen. Oh, das klingt doch gut. Als Cover ist schon speziell. Das ist schon speziell, aber das stimmt. Hört sich mega an. Ja. Dann ist ein Buch auch auf die Longlist gekommen, und zwar von Iris Wolf, Lichtungen. Ich habe jetzt hier die Büchergilde-Ausgabe. Ich finde tatsächlich beide Ausgaben sehr schön, aber die Büchergilde-Ausgabe hat mich noch ein bisschen mehr begeistert. Deswegen habe ich das geholt. Das hatten wir uns damals auch gewünscht mal für unseren Quartal. Ja, ne? Ja. Haben es aber nicht bekommen. Und weil wir dann halt schon interessiert daran waren, weil sich es echt gut anhörte. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir es jetzt im Rahmen der Longliste lesen können. Und zwar geht es hier um Lev und Kato, die sich seit Kindertagen kennen und eine besondere Beziehung zueinander haben. Und nach der Öffnung der europäischen Grenzen verändert sich so ein bisschen ihre Beziehung. Sie verlieren sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus den Augen. Und voller Schönheit und Hingabe erzählt Iris Wolf hier von einem großen neuen Roman von zeitloser Freundschaft und davon, was es braucht, um sich von Prägungen der eigenen Herkunft zu lösen. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass er rückwärts erzählt wird. Ich glaube, das war er. Genau, der ist rückwärts erzählt und dadurch am Anfang sehr verwirrend, aber soll sehr intensiv sein und ein ganz, ganz toller Roman. Deswegen, da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja, dann haben wir uns für noch etwas Schweres entschieden, glaube ich, nämlich von Ronja Ortmann 74, aber es ist ein so interessantes Werk im Endeffekt. Ja, also es geht hier, ich lese vielleicht einfach mal vor, weil das ist sonst so schwierig, finde ich. Ich habe gesehen, das Ich ist ein Zeuge. Es spricht und doch hat es keine Sprache. So beschreibt Ronja Ortmann in ihrem neuen Roman den Vorgang des Erzählens. Sie will eine Form finden für das Unaussprechliche, den Genozid an der eszidischen Bevölkerung, der den 74. verübt 2014 in Shingal von Kämpfern des IS. 74 ist eine Reise zu den Ursprüngen, zu den Tatorten. Der Weg führt in die Camps und an die Frontlinien, in die Wohnzimmer der Verwandten und weiter in ein ezidisches Dorf in der Türkei, in dem heute niemand mehr lebt. Es geht darum, hinzusehen, zuzuhören, Zeugnis abzulegen, Bilder und Berichte mit der eigenen Geschichte zu verweben, mit einem Leben als Journalistin und Autorin in Deutschland. Ronja Ortmann erschafft ein Werk von ungeheurer Dichte, notwendiger Klarheit und Härte, eine radikal poetische Form dokumentarisch Erzählens. Ihre Stimme ist eine Diaspora, die auch in den Lesenden tiefe Spuren hinterlässt. Genau. Ja, ja, also ich habe mich da wenig mit auseinandergesetzt. Ich auch. Deswegen mit diesem Genozid. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Das hört sich richtig gut an. Genau. Ja. Und sind wir mal ehrlich, es sind noch ein paar andere, die uns auch interessieren. Aber ja, leider. Aber das habt ihr ja im Video gesehen. Genau. Und mal sehen, wie das mit der Shortlist dann weitergeht. Ja. Ne? Ich befürchte da Schlimmes, aber gut. Ich auch. Ob uns dann nicht doch noch was kommt. Aber gut, neuer Monat, neues Glück, ne? Genau. Deswegen. Was ist denn bei euch so eingezogen? Richtig, was ist bei euch gelandet und kennt ihr eins der Bücher, die bei uns eingezogen sind? Dann würden wir uns freuen auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Seid ihr auch so geinfluenzt worden vom Buchpreis? Interessiert euch das überhaupt? Euch ist das Schnupspieps egal. Ja, schreibt gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.